drei Spiele, drei Siege. Hört sich gut an, tut auch gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ist Selbstvertrauen, wir bauen uns gerade Selbstvertrauen auf. Und das müssen wir jetzt mitnehmen, den Schwung, den wir jetzt so haben. Und so müssen wir jetzt einfach weitermachen, Woche für Woche, Spiel für Spiel. Und ich denke, dann ist auch was möglich. Wie hast du das Spiel gesehen? FSV Frankfurt war schon ein guter Gegner. Ja, die stehen halt gut hinten und in einer Fünferkette ist schon schwierig, da durchzuspielen. Aber wir hatten in der ersten Halbzeit auch schon ein, zwei gute Chancen. Und jetzt haben wir auch das Quäntchen Glück, das ist jetzt mit uns und gut, da haben wir uns die Tore erarbeitet. Bei den Temperaturen muss man sagen, ist schon knallhart. Da muss er echt schon deutlich über die Grenze gehen. In der ersten Halbzeit war das ein sehr intensives Spiel von beiden Seiten aus. Beide Mannschaften wollten kaum Fehler machen. Beide Mannschaften sind sehr gut angelaufen. Wie gesagt, und dann gehen wir nach einer Standardsituation kurz vor der Halbzeitpause, wichtig, 1-0 in Führung. Und dann halt bei dem Wetter, wie schon letzte Woche, wer das erste Tor macht, dass du bei den Temperaturen nochmal zurückkommst, ist schon sehr schwierig. Und da haben wir uns vorgenommen, die ersten 15 Minuten direkt drauf zu gehen, dass der Gegner nicht ins Spiel kommt. Ja, dann haben wir halt super den Ball direkt erobert, haben wir super ausgespielt und dann haben wir mit 2-0 war das eigentlich das Spiel schon fast gegessen. Eins geschossen, eins vorbereitet. Du kamst hier aus der Kabine im zweiten Abschnitt, hast einen Spurt angezogen. 30 Sekunden später hast du den nochmal hinterhergelegt. Das sah schon ganz gut aus. Kannst mit der Leistung zufrieden sein heute? Ja, definitiv. Also ich glaube, der Sprint war wichtig in der Halbzeit, weil den habe ich gut gebraucht, um ein bisschen nochmal warm zu werden. Nein, wir haben heute, denke ich, ein super Spiel gemacht. Von der ersten Minute an haben das durchgezogen, was wir uns vorgenommen haben. Haben Druck gemacht, haben uns auch mal fallen lassen, ein bisschen auch mal den Druck rauszunehmen, damit wir nicht die ganze Zeit hin und her laufen. Und hatten gute Ballbesitzphasen und haben die Chancen gut ausgespielt. So, jetzt seid ihr vorne. Klar, habe ich auch gerade schon seinen Kollegen gesagt, heißt nichts. Aber das ist ja mal ein guter Start, den hattet ihr so ja noch nicht in den letzten Jahren, ne? Ja, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man von vornherein die Punkte macht und nicht da irgendwelchen Punkten hinterherläuft, die man dann irgendwo liegen lässt. Ich denke, dass wir jetzt dadurch sehr viel Selbstvertrauen haben für die nächsten Spiele und auch eine gewisse Lockerheit. Und, aber nichtsdestotrotz weiter daran arbeiten, um unsere Leistung nochmal zu verbessern. Dritter Sieg im dritten Spiel. Wir wollen jetzt nicht so euphorisch werden, aber wir stehen ja schon mal gerne hier. Wieder eine historische Geschichte geschafft, Tabellenführer am dritten Spieltag. Rundum zufrieden oder gibt es dann doch wieder aus Trainersicht ein paar Kritikpunkte? Nein, Kritikpunkte gibt es immer. Es gibt immer Sachen, die man auch besser machen kann. Nichtsdestotrotz, ne, wenn du dann nach drei Spieltagen die maximale Punkteausbeute hast, dann ist das schon Wahnsinn. Ja, es ist aber so, dass alles hart erarbeitet war. Ne? Also jeder Sieg hatte so auch das, was du halt auch brauchst, ne, um dann Spiele zu gewinnen. Sind heute wieder in Führung gegangen zu einem denkbar günstigen Zeitpunkt. Wieder nach einer Standardsituation. Das ist ein Thema, was auch in der Vorbereitung behandelt wurde, was wir jetzt immer auch wieder als wichtigen Punkt, als wichtige Anmerkung auf der Agenda der Trainingswoche haben. Und ja, dann direkt nach der Halbzeit diese Balleroberung von Sascha Marquet war natürlich sensationell. Ne? Und es war klar, ne, in der zweiten Halbzeit, dass das Feld größer wird, weil der Gegner ein höheres Risiko geht. Deswegen super Geschichte für die Jungs. Ne? Schön wäre es gewesen, ne? Das ist vielleicht die einzige Anmerkung im negativer Hinsicht, wenn du zu null gespielt hättest. Aber ist Makulatur. Wir haben heute zwei gemacht, waren viel, viel effektiver, als das noch zuletzt in Dreieich war. Und das war wichtig. Aber der FSV Frankfurt war schon ein guter Gegner. Wir haben gut gegengehalten und da muss man auch erstmal 2-1 gewinnen. Absolut. Ich habe ja eben angemerkt in der Pressekonferenz, dass sie in Saarbrücken 3-0 gewonnen haben und mit einer ähnlichen Art und Weise, wie sie das Spiel hier aufgezogen haben. Deswegen musst du sie dann erstmal bespielen. Ne? Darfst auch in eigenem Ballbesitz nicht viele Fehler machen, weil sie eben auch gute Umschaltspieler haben mit Schick, mit Manga Fitsch. Muss die Standardsituation auch erstmal so gut verteidigen, wie wir das heute gemacht haben. Weil da haben sie auch eine unglaublich hohe Qualität und deswegen bin ich mit der Mannschaft rundum zufrieden. In dem Wissen, ne, dass wir auch noch Potenzial haben, um das Thema zu steigern. Ein Wort zum nächsten Spiel in Freiburg. Genau. Wird dann auch wieder von neuem schwer, aber jetzt haben die Jungs einen Lauf, nehmen auch ein Selbstvertrauen mit. Ja, es ist eine Geschichte. Du musst halt jetzt versuchen, auch diese Entwicklung fortschreiten zu lassen. Ne? Wir dürfen nicht stagnieren, müssen klar den Schwung mitnehmen und müssen immer wieder in der Lage sein, dann auch gewisse Themen anzunehmen, die eben wichtig sind, damit du dann eben auch erfolgreich weiter Fußball spielst. Ne?
So, du wirst auch mal den einen oder anderen Nackenschlag kriegen. Wichtig ist, mit dieser Sicherheit, mit dem Selbstvertrauen dann auch in diese Partien zu gehen oder da so dran zu bleiben, weil du weißt, du kannst es eben. Ne? Und du bist in der Lage, den Gegner auf Augenhöhe zu begegnen, wenn nicht sogar einen Ticken mehr.